Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part haben wir zwei weitere Nebenschlachten gespielt oder so. Und in diesem Part werden wir wahrscheinlich eine Nebenschlacht spielen. Keine Nebenschlacht, sondern eine Nebenschlacht. Ja, ja, ja. Aber erstmal gibt es ein bisschen was hier im Basislager zu tun. Nämlich erstmal Vorräte abholen. Ich kann übrigens auch mit Plus alle erhalten. Mit Minus kann ich sogar auch alle verkaufen direkt. Wie viel würde mir das bringen eigentlich? Warte mal. Hier, 825. Nee, die sammle ich lieber. Vor allem die Baumaterialien hier, die will ich lieber haben. Yep. Mhm. Die kann ich ja dann auch zu Veredelungssteinen wieder machen. Und dann Veredelungssteine für irgendwas anderes benutzen. Zum Beispiel auch für Schmieden. Das will ich auch mal ganz kurz machen. Ich kann das sogar 10-mal auch kostenlos schmieden. Aber ich will reparieren machen. Das ist nicht kostenlos. Aber ich kann... Ah ne, ich kann auch immer... Ich kann nicht mal C-Waffen reparieren. Echt? Habe ich das noch nicht... Also B-Waffen reparieren dauert noch Ewigkeiten. Aber ja, ich habe jetzt eben auch schon B-Rostwaffen und C-Rostwaffen auch. Habe ich, glaube ich, beide beim letzten Mal bekommen. Aber das kann ich doch schon upgraden, oder? Dass ich dann C-Rostwaffen machen kann. Hier nämlich, genau. Und B ist dann hier erst. Ja. Das könnte ich sogar kurz machen. Nee, ich warte einfach noch. Weil ich krieg bestimmt wieder irgendwo auf der Kriegskarte halt hier Schmiedeset. Und dann kann ich halt das hier machen. Und dann kann ich gucken. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Weil ich habe schon relativ starke C-Waffen. Ich habe ja sogar schon ein paar B-Waffen, ein paar Silberwaffen. Und deswegen, ich brauche jetzt nicht unbedingt weitere C-Waffen. Wenn ich da jetzt schon B-Waffen reparieren könnte, dann würde ich es eventuell schon machen. Weil ich habe halt bisher eigentlich fast nur Standard-Silberwaffen. Und da würde ich halt dann bessere Silberwaffen bekommen oder andere B-Waffen. Und das wäre vielleicht krasser dann. Aber habe ich jetzt erstmal keinen Grund, glaube ich, das zu machen. Das passt schon. So, aber ich will noch ganz kurz Lawrence zu einer Oberklasse machen, nämlich zu einem Rittmeister. Mhm. Da kriegt er auch ganz gute Wertsteigerungen. Nice. Dum-dum-dum-dum. Now you will see my true value. Okay, sehr gut. Jo. So, wir haben ja sogar mittlerweile schon alle drei neuen Einheiten auch ausprobiert. Raphael am ausführlichsten, würde ich sagen. Lysithia noch nicht so wirklich viel. Und Marianne habe ich auch schon so halbwegs ausführlich. Also Lysithia noch ein bisschen mehr austesten, wäre vielleicht ganz cool. Aber gucken wir erstmal. So, haben wir eine Nebenquest hier. Also ich habe gesehen, Hubert hat Bock auf die nächste Schlacht und Dorothea. Also ich könnte die obere machen, aber ich werde sogar noch ein bisschen warten. Wir haben ja immer noch sehr viele Schlachten hier übrig. Und ich kann mir vorstellen, dass mal irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo gleich zwei Leute aus einem der Dreierpaare Lust haben auf die nächste Schlacht. Und dann wird es sich halt mega anbieten, wenn ich dann die nächste Schlacht mache. Ich hoffe mal, dass ich da irgendwann einfach Glück habe. Ja. So, machen wir jetzt erstmal weiter. 54, 56, 52. Okay, also man soll jetzt von rechts weitergehen. So irgendwie. Schätze ich mal. Dann bin ich auch schneller bei Enna. Aber Enna bewegt sich ja eh kreuz und quer. Wir machen mal auf jeden Fall hier. Beim östlichen Rohrgebiet. Rückeroberung des Bollwerks, Gegner Level 52. Ein Bollwerk im Rohrgebiet wurde von der königlichen Armee erobert. Erobere es zurück, um es als Stützpunkt zu nutzen, von dem aus du Arion Watch stärken kannst. Okay, wir kriegen ein Donnerschwert. Das ist nice. Und einen Aktivitätspunkt wieder. Das ist mein erstes Donnerschwert dann sogar. Das ist ziemlich cool. Ja. Weil da kann ich dann zum Beispiel... irgendeine Einheit, irgendeine magische Einheit, wenn ich die zu einem Schwertkämpfer mache, um Fertigkeiten zu lernen, dann kann ich denen halt das Donnerschwert geben und dann machen sie magischen Schaden und machen dann auch sehr viel Schaden halt. Weil die meisten Magier, die Magier sein wollen, haben halt Scheißstärke und mit dem Donnerschwert kann ich es aber dann umgeben. Das ist ziemlich cool. So, die Truppen des Hauskämpfers werden besiegt, das sind einige. Und keine Niederlagsbedingungen, okay. So genau, hier ist es jetzt auch so, dass ich 500 Gegner besiegen muss in 7 Minuten. Bei den beiden Missionen vom letzten Mal mussten wir nur 200 Gegner besiegen in 7 Minuten. Und bei beiden ist dann ein Monster aufgetaucht. Also ich glaube, das ist immer so, dass wenn man nur 200 Gegner besiegen muss, dass dann ein Monster auftaucht. Und bei 500 taucht keines auf. Ich glaube, das kann man sich so merken, auch wenn das nirgendwo erklärt wird. Ich glaube, das ist so. Okay. Auf jeden Fall Hubert, der ist auch hier ganz gut. Ich muss sowieso Hubert auch noch mehr austesten, weil ich habe sein neues Moveset noch irgendwie überhaupt nicht verstanden. Es sind ja einzelne Kombos, 1 bis 5, die kenne ich alle noch gefühlt gar nicht. Muss ich auf jeden Fall auch noch mehr machen. Und eben Dorothea wollte ja auch noch. Gut, achso, er ist nur wegen dem Exorzistenbuch gut. Okay, weil hier halt Magier auch sind. Oder nee? Ja, warum ist er gegen die Gegner da im Vorteil alle? Warum ist er gegen Kavaliere im Vorteil? Hä? Hä? Ach,
Ach so, nee, nee, ich check's nicht. Ach doch, weil er hat Bogen und das sind Bogenritter, oder? Deswegen. Nee, sind schon. Hä, warum ist Hubert da im Vorteil? Bin ich jetzt? Gegen so einen Kavalier ist der im Vorteil. Mit dem Exorzistenbuch. Ich habe keine Ahnung, warum der da im Vorteil ist. Aber hier, Reitervernichter. Ach was, das hat er als Dunkelmagier einfach. Erhöht den Vorteil der Einheit gegenüber berittenen Einheiten um eine Stufe und den an ihnen verursachten Schaden um 90... What the fuck? Wirklich? Dunkelmagier sind ja richtig krass. Der kann jetzt einfach gegen alle berittenen Einheiten, ist der jetzt einfach im Vorteil und macht mehr Damage und so. Ist ja insane. Okay, das ist cool. Das war mir gar nicht klar, dass es Dunkelmagier haben. Nice. So, Hubert. Könnte ich mit... Casper wäre sogar gar nicht so schlecht. Geht's mal bis zu B oder ich nehme Lesser 4. Das wäre wahrscheinlich noch besser. Dann habe ich zwar zwei Magier zusammen, was nicht so toll ist, aber das passt trotzdem, glaube ich. Und Dorothea mit irgendjemandem Neuem vielleicht? Nee, sie kann mit dem Neuen quasi gar nichts anfangen. dann nehmen wir Petra, Casper. Petra oder Casper. Wer ist da besser von den beiden? Casper, weil nur Lanzenkämpfer vorkommen. Ja. Okay. Dann geht mal Dorothea nach oben. So, hier machen wir Lysophia hin. Ja. Und hier Casper. Okay. Was ist da oben? Was sind das eigentlich alles für Gegner? Faustkämpfer. Da wäre eigentlich ein Bogenschütze gut. Ja, oder auch Magier. Ja, es ist trotzdem kacke, gefällt mir nicht. Weil hier oben ist jetzt irgendwie niemand im Vorteil. Alle nur im Süden. Warte, ganz kurz nochmal. Tut mir leid, wenn es ein bisschen nervig ist, aber das muss kurz sein. Ja, mit denen allen hier unten kann sich halt nichts anfangen. Mit Bernie halt auch nicht. Mit allen Bogenschützen oder Faustkämpfern kann Dorothea nichts anfangen. Ja, okay, egal. Das wird schon klappen. Ich glaube, die ist nicht so schwer, die Mission. Das wird schon. Wird schon. So. Lysophia kriegt dann. Das Silberbuch, würde ich sagen. Und Hubert, das Meisterbuch. Hubert ist eh krass, der braucht nicht ganz so ein heftiges Buch. Glaube ich, das würde auch so passen. So, es kommt ja kein Monster hier, bin ich mir recht sicher. Deswegen kriegt sie so ein normales. Das passt auch und das passt auch. So, Adora 4 hat Schub-Crit-Wert mittlerweile. Das hätte ich gerne. Da brauche ich Resistenz zum Beispiel nicht. Ja, okay. Moment, und Ausrüstung... Ich habe jetzt halt sehr viele Magier dabei, ne? Das ist schon ein bisschen kacke. Aber stimmt, aber mit ihr könnte ich aber... Dann wäre es doch gut, wenn ich mit ihr nach oben gehe. Mit ihr könnte ich jetzt ein Exorzistenbuch halt nehmen. Weil dann ist sie da oben schon im Vorteil gegen die Magier. Das glaube ich ganz schlau. Ja, machen wir das. Und Hubert kriegt dann gleich das Meisterbuch. Okay. Thorn und Nosferatu. Ne, genau, sie hat Zagit hier mittlerweile. Das ist mir lieber als Nosferatu. Jupp. Okay. Genau, Hubert. Ist eigentlich dumm, dass ich jetzt wieder nur Magier mitnehme hier. So ziemlich. Aber das passt schon. Meisterbuch. Du kriegst auch ein besseres. Nämlich das von Marianne. Die ist nicht dabei. Miasma Moras passt. Fertigkeiten passen, glaube ich, auch von ihm. Jupp. Casper. Ich habe, glaube ich, eben keine bessere Axt als die Meisteraxt. Für ihn zumindest. Ja. Yep. Und der Rest passt, glaube ich, auch alles. Okay, gut. So, dann lang genug Zeit vertrödelt. Dann fangen wir an. Wird schon. We have to win. No matter what. Mhm. I have to focus. Okay. So, dann. Ihr zwei geht unten rum. Und Hubert kann die ganzen berittenen Einheiten schön umbringen. Und ihr beiden geht oben rum. Jetzt mal, hier bin ich aber. Aber das wird mir. Ist es nicht so, dass der Vorteil um eine Stufe erhöht wird, dachte ich? Mit dem Exorzistenbuch? Also, dass ein Pfeil nach oben gehen müsste eigentlich gegen Magier? Das ist doch nicht so. Ja, keine Ahnung. Egal. So, Casper und Dorothea sind trotzdem gut. Die schaffen das schon. Geht mal da nach oben irgendwie. Okay. Aber erstmal Hubert. So, hallo? Mann, Miasma ist aber echt kacke. Ich treffe damit irgendwie nie. Besiege die Truppen des Faustkämpfers. Okay. Oder trifft es doch noch? Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die 5er-Kombo. Zack. Genau, das ist eine Klassenaktion. Das haben wir auch noch gar nicht angeschaut. Moment.
So, büchernutzende Klasse, Magie, stark gegen Berittene. Ja. So, halte X gedrückt, um dunkles Miasma nach vorne zu entfesseln. Gegner, die vom dunklen Miasma berührt werden, sind vorübergehend paralysiert. Die Klassenanzeige füllt sich mit der Zeit. Okay, das ist auch krass. Habe ich auch noch gar nicht ausgetestet bisher. Weil ich so richtig zu fest. Okay. Alter, macht der viel Schaden. Be gone! Okay. So, tot. Dann laufen wir gleich weiter. So, dann Pass. Ich bin sogar freigelaufen an einen Kommandanten. Hier. So. Nicht weglaufen, du Magierin. Schön hier bleiben. Okay. Rums. Jetzt ist mal doch Dorothea hier. Mach ich jetzt hier irgendwie coolen Schaden gegen die? Na, auch nicht mehr. Nee, dann macht doch wieder keinen Spaß. Mach mal die Klassenanzeige hier leer. Rums. Sehr schön. Wenn die halt komplett voll ist mit allen drei Leisten mittlerweile, dann kann ich eben so ringsherum um mich phasen machen und das macht dann sehr viel Schaden. Man kann auch sofort den Schwachen davor locken und das füllt sich auch mega schnell. Also ist eine gute Klassenaktion. Zack, genau. Das ist ziemlich nice. Okay, die würden. Da ist der Hubert auch gerade, das ist perfekt. Das kann man einfach machen. Bam. Okay. Ja, Nebenmission habe ich wieder weggeklickt natürlich, wie immer. Mach du mal daneben. Okay, passt. Und Hubert. Da. So. Jetzt ist die echt ausgewichen, die Hubert im Gasthaus. Ja, komm, mach mal dann hier nochmal. Okay. Das ist der hilft auch noch. Perfekt. Das ist halt echt kacke, weil ich kann die Moves jetzt nicht austesten, weil das viel... Oh mein Gott! Hallo! Viel zu stressig ist. Ja, was? Ich habe jetzt schon 22% genommen. What the fuck? Ja, das ist echt kacke. Ich kann das nicht machen, hier Moves jetzt auszutesten. Das ist richtig dumm. Ich kann das, wenn dann nur beim Übungsplatz testen, aber das, will ich, das ist ja auch langweilig. Mann, ist das blöd. So, mal Schwachen abziehen. Alter, warum weichen die Gegner auch ständig aus? Bleibt doch mal stehen und lasst euch bekämpfen. Voll fies. Zack. So, jetzt mach mal hier das Miasma da vor mir. Achso, ihr gedrückt halten muss es ja, stimmt. Alter, fuck. Ja, mach ich dann gleich nochmal. So, komm, stirb. Final words. Okay. So, bekämpfen wir den nächsten. Die Truhe war ja eh da oben, genau. Die kann sich nach Ausweich Hubert oder Leistet wiederholen. Okay. Da müssen wir jetzt echt schon aufpassen mit dem Schaden. Richtig blöd. Verkehrsbehalt sich bitte auch mal. Okay. Da brauche ich keine Klassenaktion. Das kriegen wir auch so hin. Ja, okay, zum Glück hat er wieder abgeblockt. Mann, diese ganzen kleinen Kackmagier hier, die nerven auch total. Wenn ich das wirklich wegen dem Schaden nicht schaffe, das wäre richtig bitter. So, ja. Okay. Lieber aus sicherer Entfernung mal schießen. Okay. So, Vierer-Kombo. Ist das ist Feuermagie? Das war, glaube ich, ein Vierer-Kombo. Ich sehe halt auch nicht mehr so viel. Final Words. Alter, ich sehe halt überhaupt nichts mehr teilweise. Also die Moves mit Hubert sind krass auf jeden Fall als Dunkelmagier, aber zu krass teilweise. Weil ich einfach nichts mehr erkennen kann, weil ich eben die Moves auch noch nicht kenne. Deswegen tue ich einfach irgendwas. Und das ist eigentlich nicht gut. Warte, erstmal jetzt hier kurz gegen den, das bin ich erstmal da. Meist um mich herum. Und die können einfach nichts machen und sind danach dann eben kurz gestunt. Okay, ja, ist schon ganz nice. Okay, aber ich gehe lieber weg. Der ist mir eigentlich egal. Okay, dann geh mal hier hin. So, Bote, okay. Okay, da ist Casper gleich im Weg. Casper kann ja dann gleich perfekt abfangen, nachdem ich den hier bis gekämpft habe. Passt. Nein! Mann, das ist so dumm. Warum haben die ganzen... Warum kann ich aus den Angriffen nicht Dash canceln? Das ist so ungewohnt einfach nur. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Mann, ey. Und das macht auch leider Casper nicht so gut irgendwie. Weil er kann halt Angriffe noch länger aufladen. Aber das führt nur noch mehr dazu, dass er dann Schaden nimmt. Mann, ey. So ein Scheiß. Okay, jetzt keinen Schaden mehr nehmen. Easy. So. Zack. Ich muss vor allem auch so kleine Gegner auch aufpassen, dass mich die nicht treffen. Bam. Okay, Dorothea hilft auch noch. Gut. So, komm jetzt.
Und stirb. Okay. Bam. Ach was, warum lebt denn der noch? Stirb jetzt. Jetzt kratz halt ab. Oh Gott. Ja, okay, okay. So, wie lange dauert denn die Mission eigentlich noch? Wie viele von denen muss ich noch besiegen, bis der Boss auftaucht? Warum ist die so schwer? Mann! Okay, ja, dann geh mal zum nächsten. Ich habe jetzt sogar einen Spezialangriff über die. Ja, die muss ich mir fast dann von dem Boss aufheben. Okay, so jetzt erstmal hier keinen Schaden nehmen. Truhe, große Truhe, große Truhe. Ja. Die Festung hier muss ich ja gar nicht einnehmen. Nein, weich aus! Oh Gott! So, den aber. Okay. Was ist das eigentlich jetzt für ein Scheiß? Nein! Warum ist der Schwachpunkt nicht erschienen? Aber diese kleinen Gegner sind echt viel gefährlicher, als man denkt. Nein! Ja, die Kombo ist sogar gar nicht so gut, weil da stehe ich mega lange rum und kann nichts machen. Okay, aber ich glaube, ich habe keinen Schaden genommen. Bam! So, jetzt wird doch mal der Boss auftauchen langsam, oder? Man muss doch nicht jeden einzelnen von denen besiegen, das glaube ich nicht. Ah, okay, okay. So, da ist er. Okay. Marquis Erebus oder so, ja. Okay, ja, kriegen wir hin. Vielleicht. Wird trotzdem noch eng, natürlich. Aber da werde ich jetzt Spezialangriff rausspammen, wie bekloppt. Und dann klappt es schon. So, war hier nicht ein gelber... Da ist er, Moment. Okay. Mann, ich will das doch immer gar nicht wegdrücken, ich hasse es. Besiege die Gegner, okay, zwei muss ich sogar besiegen. Dich und wir noch. Nicht da links unten? Nicht dich da? Die Magierin? Ich besiege erstmal auf jeden Fall hier dich. Anderthalb Minuten habe ich noch. Ja, es wird schon ziemlich eng, auf jeden Fall. Okay. So, na, nicht Bollwerk. Ich muss schon sie treffen. Komm her! Jetzt, jetzt flieht die. Willst du mich verarschen? Oder? Nee. Wo ist sie jetzt hin? Hat sie sich gerade teleportiert oder was? Was ist das? Egal. So, jetzt. Bam. Okay, sogar schon fast tot. Ach, da unten. Jetzt sehe ich es erst. Okay, hier. Okay. Ja, dann lauft mal ihr halt dahin. Habe ich noch Zeit, mir den gelben Krug zu holen? Da den Umweg zu nehmen. Wie viel Zeit habe ich noch? 1,20. Glaube schon. Die Zeit hält ja an, während Doppelspezialangriffen. Ja. Okay. Wechseln und nochmal. Los. Ist halt jetzt doof, dass ich schon so früh so viel Schaden genommen habe. Ich muss jetzt echt aufpassen. Okay, so, lebt glaube ich noch. Ja. Final Words. So, das Hilfe habe ich auch noch gar nicht benutzt. Sie darf dann gleich auch noch Kampf hier hinten rausrennen und dann klappt es schon. Zack. Aber hier sind viel zu viele kleine Gegner in der Nähe. Okay, eingedrückt. Ja, ich muss wechseln. So, wo ist der? Wo ist der? Und Dower 4 muss den nehmen. Okay, so. Ich habe da noch zwei Spezialangriffe, die ich dem hier reinhauen kann. Okay. Zack. Okay, nice. Ich muss mal schauen, was ihre Waffen können. Das wäre aber auch ganz wichtig. Okay, tot. So, dann gehst du auch mal dahin. Ja, mach mal trotzdem, weil ich kann ja dann auch Kampftechniken rausspammen, wenn ich will. Okay. So, ich habe immer noch nur 30%, richtig? Ja. Und 30 Sekunden habe ich noch. Wird etwas eng. Vielleicht reichen ja einfach beide Doppelspezialangriffe, das wäre am besten. So, los. Habe ich irgendwas Effektives gegen Flieger? Irgendeine Kampftechnik oder so? Ich glaube nicht, leider. Aber hält eh gar nicht so viel aus. Okay, dann los. Das reicht, glaube ich, schon. Und dann habe ich es, glaube ich, geschafft.
Mann! Puh! Close. As in all things, this victory is in the name of Lady Edelgard. Sehr, sehr close. Aber hat funktioniert. Yay! So, ist soweit so, ne? Ich habe keinen Schaden mehr genommen. Yay! Wunderbar! Und wir kriegen... Genau, das war ja auch wichtig, weil ich will das Donnerschwert haben. Nice. Puh. Man, da hat man jetzt halt schon gesehen, dass das schon wirklich sehr riskant ist, was ich mache. Weil zum Beispiel... Sie hat jetzt schon 41 Magie. Krass. Aber das passt auch. Und wie Hauses hatte, leistet ja auch ultra viel Magie. Weil zum Beispiel Lebenskraft habe ich ja bei vielen drin, was ja bewirkt, dass wenn sie Kampftechnik machen, dass sie dann Schaden nehmen. Aber das hat ja keine Auswirkungen auf den S-Rang. Aber ich habe auch bei Hubert und Caspar und vielleicht bei anderen auch noch, aber bei den beiden auf jeden Fall, von den Vieren hier, auch wilde Hingabe drin. Und das bewirkt halt, dass sie mehr Schaden machen, aber auch mehr Schaden nehmen. Und wenn sie halt Schaden nehmen, mehr Schaden durch die Fertigkeit, dann hat es schon Auswirkungen auf den S-Rang. Und deswegen ist halt gerade so schnell auf 30% geklettert. Aber wenn man wirklich aufpasst und wirklich sehr vorsichtig spielt, dann kann man schon schaffen, keinen Schaden zu nehmen. Aber man muss halt wirklich sehr, sehr defensiv dann spielen. Und das hat halt dann länger gedauert dafür, deswegen war es von der Zeit her auch eng. Also war schon knapp, auf jeden Fall. Aber hat zum Glück alles funktioniert. Puh. Und ich habe noch immer nicht das Moveset von Hubert so richtig austesten können. Immer noch nur so halb. Weil es einfach zu stressig ist immer alles. Ich bräuchte mal irgendeine schön leichte Mission. Oh, Luna sogar. Okay, krass. Und Schubrit wird auch. Das ist nice. Und Tod. Auch ziemlich gut. So, Donnerschwert natürlich. Genau. Fliegenfinger. Auch interessant. Waffensammler sind wir. Feinste Magiekräuter habe ich auch noch bekommen. In der Truhe. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Mission. Da haben wir einiges erhalten. Sehr schön. Okay. Ich hätte mir schon mal angucken können, was das Schloss da ist übrigens im Vorfeld. Aber ja, erstmal Aktivitätspunkt und Strategieressourcen. Und viel Neues verfügbar. Okay, wir können sogar jetzt schon die Hauptmission machen. Krass. Aber nee, noch nicht. Noch nicht. So, was muss ich hier machen? Ja, komm schon. Ernsthaft? Okay, dann nach der nächsten Schlacht. Aber erstmal Ressourcen. Sehr schön. Die Feinde haben bereits den Rückzug angetreten. Einige nützliche Gegenstände wurden zurückgelassen. Händlerlizenz und Gesellenspieleset. Nice, genau. Damit kann ich dann eben auch C-Waffen, C-Rostwaffen wieder reparieren. Das haben wir ja gerade gesehen. Oh, das ist wieder eine Höhle. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Höhlen. Wenn ich an die zurückdenke. Aber hier kriege ich ja als Belohnung einen Stern. Und hier war als Belohnung, glaube ich, von Anfang an stand da auch schon gar nichts. Glaube ich. Ja, wir machen die schon mal. Ein Faustkämpfer hat sich mitten im Training hingesetzt, um seinen Geist zu konzentrieren. Hey! Ihr seid ein rastloser Haufen. Setzt euch und übt euch ein wenig in der Kunst der Meditation. Erhöht den Panzerhände-Kampftechnik-Level für die ausgewählte Einheit. Okay. Balthus oder Raphael quasi. Ich kann nicht sehen, wer mehr oder weniger hat von den beiden. Balthus ist ja sogar... Nee, er ist auch ein Ringer mittlerweile, genau. Ich meine, Raphael ist halt ein Neuer und ich will die Neueren etwas bevorzugen. Weil die halt tendenziell eher schwächer sind, würde ich sagen, als Einheiten, die ich schon lange habe. Deswegen nehme ich mal Raphael einfach. Ja. Dadadam. Folgende Kampftechnik. Raphael hat Level 2 erreicht. Kampftrance. Okay. Ja, gut. Kampftrance ist ja schon ganz cool, aber benutze ich irgendwie trotzdem zu selten. Ja, bringt das nicht so mega viel. Na gut. So. Dann, genau, zu Ender komme ich ja nicht hin. Passt, glaube ich. Ja, dann kommen wir zurück. Und Einrichtungen erweitern. Und eine C-Rostwaffe uns mal holen. Das werde ich, glaube ich. Ich meine, ich habe ja viele C-Rostwaffen mittlerweile schon. Also, vieles übertrieben. Ich glaube, 5 oder so. Ich werde das nicht bei allen machen. Ich will es mal bei einer machen, um es zu testen, quasi. Aber ich will das eigentlich nicht zu oft machen. Weil ich habe eh schon starke Waffen. Und das Reparieren kostet ja Veredelungssteine. Und ich finde, Veredelungssteine sind halt wichtiger für Einrichtungen, weil ich Einrichtungen wichtiger finde. Aber gut. So, wir können hier auf jeden Fall ein bisschen was machen. Schmiede eben. Und zwar eben das hier, dass wir auch C-Waffen reparieren können. Ja, machen wir. Sondern ich kann noch eine Sache sogar machen. Entweder Kosten vom Schmieden verringern. Genau, wenn ich Macht erhöhe, dann hat die Waffe mehr Macht. Wenn ich Haltbarkeit erhöhe, hat die Waffe mehr Haltbarkeit. Hier, das hat ja keine Auswirkungen auf das Reparieren, oder? Das Reparieren ist noch gleich teuer, schätze ich mal.
Und ich kann ja sowieso aktuell 10 Mal gratis schmieden. Deswegen ist sogar wahrscheinlich das andere besser. Ich nehme mal mehr Haltbarkeit einfach. Ja, passt schon. Okay. So, und was war das andere noch? Hier, beim Marktplatz, genau. Da kann ich sogar 3 Sachen machen. Okay. Also eins kann ich nicht machen, mit anderen Worten. Okay, was finde ich am schlechtesten? Mal gucken. Sortiment an Geschenken. Finde ich schon mal ziemlich schlecht. Kosten von Geschenken finde ich auch schlecht. Auswahl der Waffen, die gekauft werden können. Ja, das kann man machen. Und Kosten für Ressourcen. Ja, kann man auch mal machen. Also die beiden auf jeden Fall. Geschenke kaufe ich halt nie. Weil muss ich nicht. Habe ich keinen Grund dazu. Würde ich mehr Geschenke haben, mehr verschiedene oder billiger? Wenn, dann wahrscheinlich eher billiger, weil wenn ich doch mal Geschenke kaufe, ich habe eh schon sehr viele, ich dürfte sowieso für jede Einheit zumindest ein Geschenk haben, was ich jetzt schon kaufen kann und was ihnen sehr gut gefällt. Ich glaube nicht, dass mir da noch welche fehlen für manche Einheiten. Das glaube ich nicht. Und deswegen, wenn, dann eher Kosten. Aber werde ich trotzdem nie machen, Geschenke zu kaufen. Okay, gut. Ja, dann können wir es sogar doch sehr realistisch schaffen, dass wir in dem Kapitel wieder die Einrichtungen, also das Level upgraden können. Weil 10 fehlen jetzt nur noch und wir haben noch einige Schlachten vor uns, wo ich auch weitere Ressourcen kriege. Also könnte auf jeden Fall klappen. Ne, genau, zum Speed wollte ich. Richtig? So. Hallöchen. Ja, passt. Reparieren. So. Achso, nee, für C brauche ich sogar Schwarzhandstahl. Was brauche ich für B? Veredelungssteine. Ich meine, vielleicht ist es auch so, bin mir nicht sicher. Also hier bei C-Waffen, da kriege ich auch immer halt eine C-Waffe raus quasi. So, logischerweise. Deswegen schon mal besser als bei D. Ach nee, okay, genau. Es steht auch direkt dabei. Okay, genau. Hier kriege ich halt eine Meisterlanze, irgendeine. Und deswegen brauche ich Schwarzhandstahl, weil Schwarzhandstahl immer so für Kritz ist. Und so, okay. Genau, also will ich entweder eine Meisterlanze oder eine andere Meisterlanze oder ein Meisterbuch haben. Also Meisterbuch habe ich ja, ich glaube, habe ich eine Meisterlanze? Vielleicht sogar nicht. Ich mach mal Lanze, ich bin mir nicht sicher. Egal, das kostet halt auch 4000 und 10 Schwarzhandstahl. Ich meine, Schwarzhandstahl kann ich halt einen, glaube ich, zu 2 Veredelungssteinen machen. Also es sind 20 Veredelungssteine, die ich hier weggebe. Und 4000 Geld will ich eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem, um es einmal zu zeigen. Aber ich finde, das ist nicht so nützlich, weil ich eh genügend gute Waffen habe. So, Meisterlanze plus 6, Crit natürlich und Aufprall Level 3. Okay. Ja, die ist nicht schlecht. Aber Veredelungssteine wären mir lieber. Okay, passt. Ich bin übrigens ein bisschen ein Vollidiot, weil ich habe eine Sache vergessen, die ich eigentlich immer am Anfang eines Kapitels gleich machen wollte, nämlich kochen. Dann hätte ich mehr Spezialangriffe ready oder anderes cooles Zeug. Und das habe ich leider vergessen, das zu machen. Aber gut, dann holen wir das jetzt noch nach. So, aber ich gucke erstmal. So, ich will, also hier das Doppelte finde ich ist richtig nice, wenn ich viele Spezialangriffe rausspammen kann. Ja, das, was ich im letzten Kapitel hatte, das war, das hier, das ist auch ziemlich gut. Dass ich mehr Kampftechniken rausballern kann und dass die Kriegeranzeige sich schneller füllt, beides. Aber ich glaube sogar, ich war davon noch ein größerer Fan. Weil Spezialangriffe sind halt richtig gut, vor allem Doppelspezialangriffe. Und damit kann ich halt ständig welche machen. So. Ja, ich nehme die Zwiebelsuppe. So, das wollen auch einige. Wen nehmen wir denn da? Warte mal. Marianne und Lawrence zum Beispiel geht doch bestimmt, oder? Ja. Das wäre doch ganz sinnvoll. Ja, das machen wir, glaube ich. Okay, passt. Ein Perfekt, bitte. The flavor's not really there. Might want to try something different next time. Irgendwie ist Chess kein guter Koch, kann das sein? Das Kochen hat er irgendwie noch nie so richtig gut hinbekommen. Naja. Ah, a high quality meal suitable for my refined palate. I am most grateful. I'm surprised you know what I like. Thank you. This is wonderful. Yay, sehr schön. So, alles klar. Gut, bei allen voran kann ich jetzt eben mehr Spezialangriffe rausballern. Gut, dann
Würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit wieder einer neuen Nebenschlacht. Wir können schon mal kurz gucken. Haben denn zwei Leute Bock von einem der drei, die in den Nebenquests involviert sind? Chess und Linhardt. Nee, ich glaube, das ist ärgerlich, weil Chess ist ja immer dabei. Also, wenn Chess Bock hat, ist es eigentlich gut. Aber Linhardt ist, glaube ich, bei keinem von denen dabei. Oder doch? Bin mir nicht mehr sicher. Wir schauen beim nächsten Mal mal. Vielleicht werde ich auch wenn Linhardt nicht dabei ist, trotzdem eine von den großen Nebenquests dann mal machen. Sehen wir dann schon. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.